Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Maschenspaß. Heute zeige ich euch den Anschlag über das Aufschlingen vom Zeigefinger her. Es ist wieder ein Anschlag, wo ihr keinen langen Endfaden braucht, sondern wo ihr praktisch die erste Masche mit dem elastischen Maschenschlag aufnehmen könnt. Und ansonsten macht ihr alles mit dem Arbeitsfaden. So, ich habe jetzt hier die erste Masche schon aufgenommen. Und jetzt geht ihr mit eurem Zeigefinger einfach hier von vorne nach hinten einmal rum. Ich zeige es euch nochmal. Von vorne nach hinten einmal rum. Und habt dann hier so eine Schlaufe mit dem Kreuz. Jetzt schon, der Arbeitsfaden verläuft hinter dem Kreuz und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist mit der Nadel hier rein in die Schlaufe und dann festziehen. Und dann geht ihr wieder von vorne nach hinten rum in die Schlaufe, zack. Von vorne nach hinten in die Schlaufe. Von vorne nach hinten in die Schlaufe rein. Und festziehen. Von vorne nach hinten nach vorn, dann mit der Nadel in die Schlaufe festziehen. Von vorne nach hinten nach vorne in die Schlaufe, zack, festziehen. Von vorne nach hinten nach vorne festziehen. Vorne nach hinten vorne festziehen. Vorne, nach hinten, nach vorne und festziehen. Es ist eigentlich eine ganz einfache Bewegung, wenn man sie erst einmal raus hat. Es muss ein kleines bisschen vielleicht geübt werden, aber ich finde diese Methode eigentlich wirklich toll. Vor allem, wenn man jetzt irgendwelche Zunahmen machen muss oder dann doch merkt, okay, gut, man hat dann doch noch eine Masche zu wenig aufgenommen, dann kann man tatsächlich hier mit dem Arbeitsfaden noch schnell eine dazu nehmen. Zumindest wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ganz wichtig ist, dass man sehr sauber arbeitet, wie zum Beispiel bei einem Schal oder sowas. Gerade als Anfänger finde ich diese Methode ganz gut. Und es ergibt eine richtig schöne, weiche Kante. Der einzige Nachteil bei dieser Methode ist, wir fangen als nächstes mit der Rückseite wieder an. Das heißt, wenn ihr jetzt hier die nächste Seite strickt, so, dann seid ihr hier auf eurer Rückseite und müsst demzufolge auch erst einmal die Rückseite stricken. Weiterer Nachteil ist, man ist hier relativ am Anfang mit Knibbelei beschäftigt, weil man hier tatsächlich sehr spitze Nadeln erstmal braucht, um überhaupt durchzukommen, weil, wie ihr seht, der Faden sich ja recht schnell festzieht und man sitzt dann praktisch da und muss dann friemeln. Ich würde sagen, ich mache jetzt erst einmal die erste Reihe hier. Das müsst ihr euch jetzt nicht anschauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier die Rückseite fertig. Und wie ihr sehen könnt, ist das wirklich eine wirklich sehr weiche Kante. Sie lässt sich auch recht breit ziehen. Also für elastische Kanten zum Beispiel, die man stricken will, ist es eigentlich super. Ich würde es jetzt nicht gerade nehmen, wenn ich jetzt weiß, dass ich als nächstes irgendwie ein Rippenmuster stricken würde. Da würde ich mich dann doch für einen anderen Anschlag entscheiden. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Schal stricke mit Lochmuster oder sowas, dann würde ich doch dazu greifen. Achtet, wie gesagt, darauf, dass ihr gute Nadeln habt. Das hier sind, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, ob das richtige Bambusnadeln sind hier. Die habe ich, glaube ich, irgendwo mal beim Teddy gesehen. Da war ich noch Anfängerin. Was heißt Anfängerin? Och.
Also es ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so und ich habe sie immer noch. Das war damals, wo die Bambusnadeln gerade relativ neu auf den Markt kamen, wenn ich mich entsinne. Und sie noch irgendwie keiner so richtig haben wollte. Jedenfalls sind die nicht mehr ganz so toll. Ich weiß gar nicht, ob die jemals toll waren. Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, zum Üben oder so sind sie immer noch ganz praktisch und ich kann sie auch einfach irgendwie nicht wegschmeißen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier der Anschlag, das Aufstricken über den Zeigefinger praktisch. Recht witzig, also ich nehme das, wie gesagt, immer ganz gerne, wenn ich jetzt irgendwo, wenn irgendwo in der Anleitung steht, stricken Sie bitte da so und so viele Maschen auf. Wenn das mitten im Strickstück ist, wenn man zum Beispiel Noppen strickt und dann halt da verschiedene, also es gibt eine bestimmte Form von Noppen, die zeige ich euch irgendwann mal, wo man dann hier diese Maschen einfach aufstrickt. Das ist recht witzig und ich finde es auch ganz gut. Benötigt allerdings, wie gesagt, ein kleines bisschen Friemelei auf der Rückseite. Aber ansonsten ergibt es eine wunderschöne Kante. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare, woran es lag, damit ich einfach den Kanal verbessern kann. Entschuldigung. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr alles sehen könnt oder konntet, dass ihr alles verstanden habt. Wenn nicht, bin ich, wie gesagt, über die Facebook-Gruppe zu erreichen. Den Link findet ihr unten in den Notizen. Oder dann halt über die Kommentare hier in dem Video. Gut, dann wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Spaß beim Nacharbeiten, beim Ausprobieren. Ihr könnt mir ja mal erzählen, wie ihr, wofür ihr den Anschlag besser oder am liebsten verwendet. Ob jetzt für Rippenmuster, Lochmuster, Aschurmuster, da gibt es ja jede Menge. Und welcher Anschlag euch am besten gefällt. Bis dahin, tschüss!